Hallo, wir sind auf der WBV-Fachtagung in Bielefeld und die Sandra Dirks, die heute meine Interviewpartnerin ist, die hat eine sehr schöne Session gemacht zum Thema Sketchnotes. Sandra, was war denn da eigentlich jetzt Inhalt? Was sind Sketchnotes? Ja, Sketchnotes sind visuelle Notizen, die man während eines Vortrags erstellen kann. Es gibt da sicherlich ganz viele Definitionen, aber für mich ist wichtig, dass ich während eines Vortrags mir meine Stichworte visualisiere. Und das mache ich mit kleinen Bildern oder einfach auch Stichworten dazu. Das haben wir in der Session einfach vorgeschlagen mit der Caroline zusammen. Edge Bücher kam bei Twitter und sie kam gestern auf mich zu, lass uns doch eine Session machen. Und ja, wie das auf dem Barcamp so ist, war es ganz offen. Du warst ja dabei. Wie war es denn? Also ich fand es ganz spannend, dass du mit ganz einfachen Formen angefangen hattest. Ja, so dieses Punkt, Komma, Strich, ja. Und schon war das Gesicht fertig aus ganz einfachen Formen. Und dass jeder ja eigentlich das machen kann. Ist das wirklich so? Ja, das ist so. Wir müssen nur von dieser Idee wegkommen, dass das Malen ist. Es ist nicht Kunst, sondern wir wollen einfach nur was notieren. Und indem wir ganz einfache Grundstrukturen nutzen, entsteht da plötzlich was. Und diese Grundformen, die sollen anregen, auch zu experimentieren. Was ich toll fand, war, dass den Kreis genommen und da wurden ja ganz viele Dinge raus, nicht nur ein Gesicht, da wurde eine Weltkugel raus und eine Birne, eine Idee und wie du integriert hast, dort auch ganze Worte mit reinzubringen. Und du sagtest eben, das, was du für dich wichtig ist, das heißt, Sketchnotes geben nicht alles wieder, sondern nur das, was du so wahrnimmst, ist das richtig? Ja, so es ist. Man kann natürlich überlegen, wenn man jemanden professionell anheuert, der Graphic Recording macht oder digitale Notizen erstellt, dann ist es schon wichtig, dass man möglichst viel einfängt. Wenn ich das für mich mache, und das mache ich hier auf dieser Tagung, dann ist mir wichtig, dass ich die Stichworte einfange und die Ideen und Gedanken einfange, denen ich hinterher nochmal nachgehen möchte. So. Okay, vielen Dank.